Komm. Heute spiele ich nur Gambits, wenn ich kann. Ach, Mensch. D4. Ja, Springer G5 bin ich mir gar nicht sicher. Quatsch, ne? Ist Quatsch. Läufer G4 ist Quatsch. Ich muss den hier angreifen. Mein Bauer auf D6 ist natürlich rückständig, nicht der beste Bauer der Welt. Muss man machen. Nee, ne? Habe ich den jetzt eingestellt? Das ist schon wieder ein Anfang, ey. Läufer C5. Springer C5, noch besser. Direkt aus. Aus, aus, aus. Direkt die nächste Partie. Voll schlecht. Das Turnier ist lang. Das Turnier ist lang. So kriege ich mal mein Gambit aufs Brett. Albin Blackburn Gambit. Ja, sicher. Die Widerlegung ist die hier. Spielt aber kein Mensch. Mehr kann ich zu viel. Lass mich doch. Außer mit den letzten Partien habe ich kaum gemeckert. Im Vergleich zu sonst. Okay, den Bauern kriege ich gleich wieder. Diese Stellung im Balbin Blackburn Gambit ist echt vielversprechend für Schwarz. Schön aktiv hier. Diese Grundstellung mit Schwarz. Meistens wird jetzt Dame D4. Kann ich auch Läufer C5 spielen, oder? Das ist ein komischer Zug da mit D4. Gucken, wo er mit der Dame hingeht. Die Variante habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, aber die Dame steht hier sehr komisch nach Läufer E6, oder? Ja, jetzt muss er halt was zurückgeben, aber jetzt muss ich kurz rechnen. Springer E4 vielleicht, Springer B6, nimm. Nee, einfach schlagen, ne? Nur womit? Turm E8 schnell den Läufer angreifen, aber C4 hat er, ne? Ne, Quatsch, C4 kann ich nehmen. Wo kann die Dame hin? Nach E3, ne? Einziger Zug, oder? Dame E3. Schlagen. Ach, Dame C3 geht auch noch, aber gut, das ist natürlich ein super Endspiel für mich. Bessere Figuren. Aktivere Figuren. Bessere Struktur. Springer C3 droht hier. Was heißt droht? Okay, nehmen wir den auch noch weg. G6. Also das ist natürlich ein super Endspiel für mich. Ich muss den Springer mal zurückspielen, ne? Okay, jetzt drohe ich erstmal da zu nehmen.
Idee ist auch F5 hier und dann Springer E6 Schach. Das kann doch nicht gehen, Mensch. Springer E6, König E5, ne? Läuft doch einfach weg rein. Springer G5, König F6. Turm E6, König G7. Das gibt's doch nicht. So ein Quatsch, ne? Ja, ist immer noch besser für mich und ich gewinne das auch auf Zeit. Nein! Sag mal! Sag mal, wie bescheuert bin ich eigentlich? Und der hat doch die richtige Ecke, ey. Wie scheiße ist denn das? Oh, wie peinlich, dass ich die Partie verliere. Ja, hab ich Patt gesetzt, immerhin. Wie schlecht! Wie schlecht! Das ist so lächerlich. Total gewonnen. Dann ich habe mehr Zeit und ziehe zu schnell. 1,30. Ich weiß nicht, ob das geht. Sieht riskant aus. Okay, erstmal den König hier aus der Diagonale weg. Ja, verstehe. Läufer G5 will er machen. Was mit Springer B4 hier? Scheiße. Also mal, ich bin echt am Pennen, ne? Ich bin total am Pennen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin richtig am Pennen. Ja, der Platz ist doch total egal. Es geht darum, wie man spielt und gegen wen man spielt. Die Qualität des Spiels ist das Entscheidende für mich. Der Platz ist mir total Latte. Sag mal, das gibt's doch nicht! Lachhaft. Absolut lachhaft. Echt.
Das Motiv hatte ich vorher schon gesehen, aber solange die Dame auf D4 stand, ging das nicht. Erst als er die Dame weggezogen hat, ging das.